So. Baumaterial. So, okay, jetzt habe ich genug Baumaterial, da ist noch so einer. Holz fehlen mir noch 4, Moment. 1, 2, 3, 4. Flup, 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 flup. Achso, jetzt kann ich natürlich gar nichts mehr aufheben. Dann fliegt der Holz mal weg und dann fliegt noch das schwarze TNT, ist glaube ich eh deaktiviert, also von daher ist das ja egal. Und wir haben eins davon, wow, ich bin begeistert. Das bringt uns sicher weit. Ja, gut, dann habe ich Sand schon eingesammelt. Nee, Sand habe ich anscheinend noch nicht. Das könnte ich immer holen für Glas, aber was habe ich dafür weg? Ich könnte das Porzellansternchen erstmal wegwerfen. Weil es ist zwar eine schöne Blume, aber das brauchen wir momentan eh nicht. Und dann können wir hier frei ein bisschen Sand abernten für Glas und für Kakteen. Je nachdem, was wir da bauen wollen. Ich habe keine Ahnung, wie ich das mache. Soll ja doch schon ein bisschen so, dass es uns hilft gegen Feinde. So. Perfekt. Und hier noch ein, das eine hier. Könnte ich theoretisch eigentlich mal den hier machen. Huch. Und hier noch ein bisschen Sand abernten. Weil hier kommt gerade eh kein Wasser hin, also daher passt das ja. So. Und da noch ein bisschen was. Lasst mich raus! Oh, tata. So, müssen wir mal warten hier, bis noch was wächst. Vielleicht kommt jetzt ein gecreeptes oder ein Skeleton. Ich bewege mich mal ein bisschen in die Richtung hier. Hallo, ihr lieben Skelette. Zeigt euch mir. Ich werde auch bestimmt keine Knarre arbeiten lassen. Seid versichert. Hallo, Skelette. Spawnt überhaupt irgendwas? Hallo? Ich komme verarscht vor so ein bisschen. Hallo? Nun! Oh, das ist böse. Ich kann, da ist ein Hund und ich will den Hund haben. Ich werde den Hund auch definitiv nicht töten jetzt. Moment, Feder brauche ich auch für Pfeile. Ne, Scher brauche ich auch. Das ist ja scheiße. Skeletten. Stopp. Stannaxt. Okay, wo ist der Hund? Hundi! Schön Hund. Ich hoffe, ihr könnt mir nicht töten dann. So, komm mal her, Hundi. Natürlich hat das nicht gereicht. Wäre auch zu einfach gewesen. Ist hier noch ein Skelett? Skelett. Skeleton. Ich suche Skeletons. Hallo. Das hängt sich aber auch in wirklich extrem großer Masse hier einfach. Die Mobs. Ich bin begeistert. Da findet man mal einen Hundi auf einer Multiplayer Survival Welt. Und dann sowas. Nicht weglaufen, Hundi, gell? Wo auch immer du gerade bist.
Wahrscheinlich weggelaufen. Könnte das Leid nicht mehr ertragen einfach. Ernsthaft, hier ist kein Vieh? Gar nichts? Nichts, was mich irgendwie attackieren könnte? Wie arm ist das denn bitte? Hallo, ihr 1000 NPCs. Wo seid ihr? Ihr, die ihr euch die Bösen der Buben schimpft. Holt mich, ihr Creeper, ihr Allmächtigen, ihr Bezwinger von Wänden und Wellen. Ihr Beschützer der Schlüpferlosen. Keine Ahnung, wie ich darauf komme jetzt. Ja, toll. Ich entferne mich nur weiter vom Hund und finde absolut nichts an Gezier. Hallo. Meine Wettbewerbsmedaille habe ich auch schon wieder verloren. Wo endet das denn mit mir irgendwann? Wo zum Teufel bin ich? Bin ich jetzt gelandet? Alter, ernsthaft. Obwohl, in der Wüste könnte ich jetzt theoretisch ziemlich viele Hunde finden, ne? Zuckerrohr und da. Nein, ernsthaft, Ende der Welt. Das Ende der Welt ist die Wüste. Ich bin begeistert. Da ist auch noch angepflanzt. Okay, cool, das ist gut. Finde ich gut. So, ist aber hier noch so. Das Lehm aufgeschachtet auch. EM-Technik hat gewonnen für 200 Dollar. Gibt das jetzt 200? Ah, siehst du mal da hinten. Oh. Wundercool. Was hau ich weg? Das ist gerade so schwer, die... Oh, das ist eine XP-Puppe. So, ich brauche nochmal, wenn ich schon anfange, dann wenigstens richtig. Tja. Und dann ist es Slime, soweit ich das sehe. Oder war das ein Slime gerade? Slime? Huhu. Die spawnt aber echt nichts, ey. Wie tief haben die Spawn-Rate gesetzt? Das ist ja fast schon langweilig. Ja, okay, gut, dann. Wir geben uns mal nach drüben und holen unsere Ernte ab, soweit die sich vermehrt hat jetzt so. Hoffe ich zumindest. So. Dann schauen wir. Eigentlich da drüben müsste mein Haus sein. Ach, mein Haus, mein Feld sein irgendwo. Ich weiß nicht genau wo. Oh, habe ich den Stecker runtergezogen. Also, oh, irgendwo hier müsste mein... Ich bin der beste Jump'n'Runner einfach ever, ey. Das geht gar nicht. Da hinten, ich sehe es schon. Okay. Okay. Dann würde ich sagen, verabschiede ich mich auch hier erstmal von euch. Und ja, ich hoffe, Rescaria kommt bei euch gut an. Schreibt es in die Kommentare, ob ihr mehr Rescaria sehen wollt. Ansonsten, jetzt momentan ist ja natürlich noch nicht so spannend. Wir haben noch nichts, keine Gilde und nichts.
Ich dachte, wir kriegen das hin, aber es dauert auch ein bisschen länger, als ich dachte. Und ja, dann bis zum nächsten Mal, gell? Ich werde mir bis dahin ein bisschen was aufbauen. Tschüss! Ja, meine Freunde, und damit herzlich willkommen zurück zu Rescaria. Ulala, es wird gerade Nacht. Ja, also ich möchte mal kurz folgende Dinge über die Aufnahme loswerden. Also erstens, es ist gerade 0 Uhr, nee, es ist gerade um 1 nachts. Es ist der 13.01. Mann, ich hab in 2 Tagen Geburtstag, Alter. Krass. Egal. Es ist der 13.01. Und morgen, nee, also heute findet die wahrscheinlich die Rescaria Superaufnahme statt, wo ich Tonnen an Rescaria aufnehmen werde. Wenn ich dazu kommen sollte. Oh oh. Ich sollte solche Dinge nicht machen, wenn man das Inventar verlieren kann. Das ist, obwohl ich aber zum Glück alles gesaved. Ja, also nach ewigen Hickhack heute habe ich mir dann doch endlich, ich nehme den mal mit hier, habe ich mir dann doch endlich heute ein Grundstück, eine Gilde zugelegt. Und zwar heißt sie Blood Rose Titans. Komm her. Ja, ich habe mir jetzt eine Gilde zugelegt. Ich habe auch schon ein Gildengrundstück erworben. Und da oben seht ihr es schon. Ja, es ist recht nah am Spawn gelegen. Allerdings ist hier oben in den Bergen sonst niemand. Und das finde ich ganz cool. Denn ich hatte vor, mich hier oben in den Bergen so ein riesiges Wolke, so ein Bergschloss aufzubauen hier oben. Mit meiner Gilde dann natürlich. So, das sind so die Items, die ich momentan so habe. Ist nicht besonders viel jetzt, aber endlich habe ich ein bisschen... Endlich habe ich ein bisschen davon. Ja, ich müsste vielleicht nochmal 3 Kohle mitnehmen. 1, 2. So, ich nehme ein bisschen mehr mit. Und dann brennen wir uns gleich ein bisschen Stein. Ja, ihr seht, der Stein symbolisiert mein Grundstück. Ich habe 4 Felder Grundstück. Ich weiß gar nicht, wenn ich das... Ich glaube, ich muss jetzt einfach... Moment. Wenn ich jetzt hier die Post setze, Moment. Guilds Pass 1. Ja, falscher Befehl. Muss dann geschrieben werden. Okay, First Potion Set. Du hast den Grundstück mit einer Fläche von 4 ausgewählt. Wenn ich jetzt hier Potion 2 mache. Ja, das habe ich ja schon. Das, also, ich meine, ich habe jetzt dieses 4er Grundstück hier schon. Ich bin überfordert. Wenn ich jetzt das nochmal mache... Ach, ich mache es einfach mal. Mal gucken. Guilds Claim. Moment, Guilds. Nicht Guild, sondern Guilds. Du hast bereits ein Gildengrundstück. Wenn du es vergrößern willst, dann benutzt Guilds Claim Expand. Ach so, okay. Also ich habe jetzt 4 Stück hier. Ich würde es gerne auf... ja, ich würde es gerne auf das vergrößern. Set... Nee. Gut. Set 2. Nee, POS 2. Ach so, okay, alles klar. Also muss ich, Moment. T. Post 1. Post 1 und Guilds Post 2. So. Guilds. Claim Expand. Flup. Gildengrundstück wurde um 0 erweitert. Hä? Ich raff das Spiel nicht.
Erstmal Hallo sagen. Hallo. Ich nehme auf. Ich muss mich wenigstens hier, wie ich fehle. Ich habe mir dieses Grundstück gekauft, Mann. RG Info. /314 / /313. Ja, muss ja nicht wieder dabei sein, wenn ich fehle beim Rescaria. Hallo YouTube-Fans. Okay. Ja, ist das jetzt ja auch schon? Moment. Oh! Ah, das ist gar nicht hier. Moment. RG Info. Oh, okay, dann machen wir hier mal ganz kurz. Guilds Force One. Und Guilds Force Two. Okay, T. Ja, ich test gerade das Gildenmenü und alles weitere in der Aufnahme, um nachher fürs große Showdown nicht allzu schlecht gewappnet zu sein. Bestimmt, ja, das ist eindeutig zu spät für sowas. Okay, jetzt nochmal, wo haben wir das Geld zu claimen gehabt? Okay. Willst du? Ich raff das nicht. Okay, warte nochmal. Also. Moment, ich habe jetzt hier schon vier Blöcke, ne? Da, hier. Die vier Blöcke gehören mir jetzt, also diese vier hier. Da, die vier nehme ich jetzt mal als meine Blöcke. So. Jetzt gehe ich mal. Warte, ich frage einfach. Wenn ich expandiere im Gilden GS, wird das alte einfach mit reingezählt? Oder wie läuft das? Fragezeichen. Die helfen bestimmt, die sind da bestimmt konfirmer als ich. Dann lass mich mal auch nicht lange bitten und öffne meinen Fasslevel. Ja, MT, da stand. Ja, war das jetzt? Nee. Ja, White, da war ich vorhin. Okay, der hat auch keine Ahnung. Naja gut, macht ja auch nichts. Okay, ich geh jetzt einfach mal hierher. So, jetzt ganz ein bisschen nochmal. Also, Guilds Post 1. Okay, jetzt gehe ich mal hierher. Hier, genau. Guilds Post 2. So, jetzt haben wir ein Flächengrundstück von 16 ausgewählt. Und jetzt machen wir... Flup. Alles klar, Grundstück wurde um 12 erweitert. Also die anderen 4 wurden schon reingezählt mit. Das heißt, ich habe jetzt von hier... Flup, 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 flup. Flup. Das ist mein GS jetzt, ich bin begeistert. Wenn ich das mit dem GS richtig kapiert, kannst du beim Vergrößern nur an das bestehende GS anschließen. Ja, hab's rausgefunden. Habe jetzt sagenhafte 16... Felder. Also das wird auf jeden Fall wunderschön mit unserer Festung hier. Ich weiß gar nicht, wie viele Punkte ich noch habe. Ich glaube, ich habe insgesamt 16 gehabt. Ich probiere es also nochmal. Moment. Jetzt, da ich weiß, wie es geht. Post 1. P
Post 2 und expand. Wow, gut, das hat geklappt. Also haben wir jetzt hier, das ist unser GS. Yay! Nee, kein Ding. Will selber verdienen. Jetzt hab ich 20 Felder. So, gut. Wir haben also jetzt 20 Felder hier. Das ist natürlich nicht sonderlich viel, ne? Ich würde sagen, wir bauen dann erstmal hier daneben auch was an. So, das Fleisch ist endlich... Oh, endlich muss ich keinen Hunger mehr leiden, ey. Zumindest vorerst. Wir müssen schon noch ein großes Feld hier anlegen. Was? Eine vorhandene Verbindung wurde vom Remote Host geschlossen. Du bist bereits online. Bitte... Abbrechen? Wir sehen uns gleich wieder.